Das ist hier was Lustiges. Der schöne Eraser Notebook. Der hat ja auch irgendwie so einen kleinen Stutz. Und ja, nur hier oben hat sich gelöst quasi die Rahmen. Es ist alles, wie man gut sehen kann, fliegt ja von alleine auseinander, also kurz einnecken und ja, okay, und dann ist die Kamera verschwunden, weil vermutlich, so wie es aussieht, klemmt ja irgendwo hier hin und dann funktioniert sie nicht mehr. Also, wie man gut sehen kann, darauf achten, das kann ja sein, dass hier geklebt ist mit doppelseitiger Klebeband am Display. Und wenn man die Rahmen hier abmacht, dann besteht die Möglichkeit, dass man das Display zerstört. Also sehr vorsichtig damit umgehen. Wenn man so ein Abklebewerkzeug hat, so wie meine, total zerfetzt, aber ist extrem biegsam, sollte auf jeden Fall sauber sein. Ne? Am besten schön einschleifen und nachher nochmal unter Wasser spülen, damit da keine Kratzer oder Ratzer oder sonstiges entsteht. Das gleiche gilt hier, wie man sehen kann. Das ist ja, und das hat Geld gekostet, ne? Also ja, und da gehe ich jetzt sehr vorsichtig mit so einer Lippe hier am Display entlang. Und genau das ist das, was ich meinte. Hier ist aber ganz böse geklebt. Und ganz böse. Also ich müsste hier das Display abschrauben. Ich möchte das Display so nicht unter Druck setzen, weil... Oder komme ich von hier ran? Ja, weil die Kamera sich richtig hinter Display eingeklemmt hat. Und das schmeckt mir nicht, wenn jetzt irgendwas kaputt geht am Display. Oh, also ganz vorsichtig. Jetzt haben wir Zeit. Millimeter für Millimeter nach vorne gehen und abklemmen. Sollte das Display platzen, dann ist das ganz böse. Weil die kosten richtig viel Geld. Ne? Es ist ja natürlich klar, leidet die Folie hier drunter und diese doppelseitige Klebeband, die zieht sich auch mit zusammen. Also ehrlich gesagt, so geht gar nicht. Also ziehen, weil die Folie hier, die schwarze, die am Display geklebt ist, ne? Also hier sieht man, wie sich das alles verknotet, wie hässlich das aussieht. Lass uns da lieber nicht kommentieren und nicht aufregen. Warum sie das so machen, ist klar. Zack, zack und finito. Sondern das Beste daraus machen. Aber die Frage ist jetzt, ja, meckere ich nicht damit rum? Bleibt das alles so? Meckere ich damit rum? Bleibt das alles auch so? Ja, also es ist egal, was man macht, ihr leidet heftig. Das Zeug, es ist einfach nur grausam. Ja, einfach nur grausam. Früher oder mache ich noch zum Teil erwärmen. Nur die letzte, der Klebstoff zieht sich wie Kaugummi und dann haftet irgendwie noch toller. Besser ist, wenn das nicht ganz heiß ist. Ja, und das muss auf jeden Fall ab von das Display hier. Oh ja, natürlich hat man schlechte Laune, sieht man, wie es hier rauskommt. Na, also, warum das so gemacht ist, weil das einfach zu dünn ist und ansonsten würde nicht halten und öffnet sich so. Na, so pack, pack, pack. Egal, die Geräusche dazu gibt es nicht, aber man muss irgendwie das Ganze lustig sehen. Und das nervt. Aber wir lassen uns nicht anmerken. Ach. Meine Technik, das ist ja unglaublich. Das ist echt unglaublich. Das letzte Stück. Wir, am Ende ist immer irgendwo. Ach. Und wie gesagt, merke ich, lass uns mal lieber gar uns gar nicht aufregen. Ja, was passiert? Sieht man hier, die Folie hat sich verbogen von das Display, klar, der Druck. Und sieht aus wie,
Ja, man benutzt in der Autoindustrie, glaube ich, um Teile zusammenzukleben. Das ist so eine Art Fensterkit. Nicht mal richtiges Klebeband. Ich sag mal Fensterkit, weil ich keine Ahnung davon habe, was das ist. Meiner Meinung nach gehört sich nicht in so ein Hightech. Also der Unterschied ist hier, ne? Wow. Schon der Schrift an sich irgendwie beamt mich so irgendwo bei Saturn, Jupiter in der Gegend. Und dann die Tatsache der Produktion. Jetzt, genau das ist das Schlimmste hier. Muss ich zusammenrichten. Wenn man hinten schaut, haben wir glaube ich auch ein Zoom hier bei dieser Sony-Kamera. Von beste Qualität natürlich. Ja, jetzt ist Sony oder war mal früher eine. Ja, dann sieht man die Folien des Displays. Ne? Also das muss ich auf jeden Fall jetzt abkleben. Lieber bitte nicht nachmachen, sonst ist das Display. Ich muss aber auf jeden Fall das gerade richten. Das mache ich nachher in Ruhe. Das ist nicht mein erstes Mal hier. Also, das kann ich nachher leichter wärmen, damit die Folie sich zusammenzieht. Sie muss richtig gut kleben, ansonsten geht der Schmutz hier durch. Na, wo ist das denn? So, geht der Schmutz durch und dann ist nicht gut für das Display. Ne? Also Display findet man hier ein paar Schräubchen. Ein paar Schräubchen ist gut. Hier sind nur oben zwei. Sag bloß, jetzt ist das Display noch geklebt. Das wäre nicht so schön. Ein Schräubchen ist mir weg. Aber den kriege ich gleich raus. Das ist an der Scharnier. Das ist kein Display. Das Display ist geklebt mit einem Deckel. Also muss man mich. Das ist ja echt Albtraum langsam. Ich mache dann so, das Gerät so auf Display stellen, damit ich den entlassen, beziehungsweise wenn ich hier so reingehe, damit er nicht nach vorne kracht. Und ja, Tatsache ist das Display geklebt. Also jetzt. Jetzt habe ich schlechte Laune. Also meistens sind so an der Seite hier zwei Streifen, die heftig zusammenkleben. Und das ist No-Go. Das Display ist rahmenlos. Alles wird durch diese dünne Tape zusammengehalten hier am Rand. Und man darf ja auch nicht den Spalt nicht verändern, sonst hat man nachher Wölkchen. Da das Licht nicht mehr streut, die Dispersionsfolien, die hinten angebracht sind, sondern der Abstand muss ja genauso sein, wie es sein sollte, zusammen haften. Also die müssen der Sandwich kein Luftspalt dazwischen sein. Durch Belastung, wenn ich das jetzt belaste, natürlich kriege ich das raus. Wenn das Display einen Schaden hat, ist kein Problem. Wenn das Display noch funktioniert, man geht das Risiko ein, dass durch die Belastung Schäden zugefügt werden. Also danke hier, wer sich das ausgedacht hat. Sage ich nur mal danke dafür. Ja, kleiner Spaß. Genau, das ist nur die Scharnier, also das Blechteil hier, was zu den Scharnier geht. Was auch nur mit drei flachen Schrauben fixiert ist. Meine Nerven. Ja, das muss sein jetzt. Ich habe schlechte Laune. Und die kriege ich selten. Aber schon das jetzt, dass das Display so weit zu biegen, damit ich die Kamera hier rauskriegen kann. Ja, und die Kamera ist auch geklebt. Und jetzt ist die Kamera nach unten gerutscht und klebt ja heftig drauf. Ich brauche noch mehr Abklebewerkzeug, aber das ist mir zu riskant. Das ist mir jetzt zu riskant, hier nochmal was damit zu machen. Ich lasse das lieber so und muss ich den Akku abnehmen. Akku bei einem Gamer natürlich. Wie viel hat er? 50 Watt. Das kann man umrechnen. Volt mit Ampere. Ne? Die Formeln hat man gelernt. Muss ich nicht. Also bei 14 Volt, 14,4 sind hier 48,96 Watt. Kommt aus, ja, wo sie immer herkommen.
Schauen, ob der zweite Akku verbaut ist, indem man jetzt versucht, das Gerät einzuschalten. Hier passiert nicht. Ja. Ja, okay, muss mal reinschauen, ob irgendwo das den Sturz hier sich noch gelöst hat. Deswegen mache ich jetzt mal das Gerät aus. Auf. Also, dass ich das nicht vergesse, so sieht aus wie diese doppelseitige Klebeband. Zum Teil hat er gar nicht richtig geklebt hier. Ja, also nur manche Punkte, weil das ist ja ein heftig schnell zusammen. Ja, meistens, hör auf nochmal. Ich hoffe so, ja, und so. Also das muss alles ab. Und da gibt es natürlich bessere, nur die Klebeband hier, die Klebestreifen haftet auf die Streifen des Displays. Und die Streifen des Displays hat ein weniger Haft auf Display als die Streifen hier. Ne? Also weiß man nicht, ob man bei mir jetzt folgen kann. Das ist ja so einfach nicht zu Ende oder mittendrin aufgehört, sage ich mal so. Ja, wir sollten mal reden, ohne etwas zu kritisieren hier. Ist auch kein Kritik, ist nur Spaß. Ne? Wir machen Spaß. Spaß muss sein bei der Bastelei hier, was man führt. Okay, also das geht ab. Muss nachher, ich mache hier ein neues und nicht auf das Display. Und daher, das Ding geht fast von alleine an hier. Rein. Okay, also die Schrauben, die hier sind, einfach abschrauben. Standard. Okay, dann mache ich jetzt mal die Schrauben ab, ziehe ich den Deckel und dann schauen wir schon mal schnell rein. So, Deckel geht von alleine raus, quasi abschrauben, abnehmen. So schaut das Gerät von innen aus. Ja, was haben wir hier? Und richtig zwei fette ordentliche Lüfter mit Kühlsystem, mit Heatpipes. Das bedeutet Hitze ohne Ende. Sollte man schon wissen, weil sind auch hier Thermalpads überall. Vermutlich hin und wieder überprüfen oder erneuern. Ist klar, solche Lüfter bewegen sehr viel Luft und die müssen regelmäßig gereinigt werden. Hat hier sehr schön die Schrauben oben drauf, dann kann man die Platte hier abnehmen und reinigen. Hier fast das gleiche. Ja, ansonsten das Mainboard mit den Buchsen und alles, was dazu gehört. Das ist der Connector für das Display hier. Ja, ansonsten haben wir hier nur das Wireless-Modul. Das ist hier ein Speicher, ja, für die RTS-Batterie im Gehäuse. Ja, das ist ein Bridge-Prozessor. Hier hat man Platz für eine Festplatte in SATA-Format, 2,5 Zoll. Und ja, dann sind die Speicherriegel. Moment, also hier ist Platz für die zweite SATA M2-Riegel. Und momentan ist nur eine drin, aber man könnte auch die zweite anschließen, vermutlich für mehr Leistung. Sicher wird das Gerät hier, das Board, sehr schön, ja, ordentliche Leistung liefern. Dann hat man hier ein Touchpad und das sind die Anschlüsse dafür, die LED-Leiste mit Anzeige, die Lautsprecher. Etwas klein, vielleicht größere, aber naja. Und nochmal eine Buchsenplatte mit den USB-Anschlüssen, Kopfhörer, Mikrofon für Gamer. So, okay. Also, innen drin sieht das mal gut aus. Nur hier muss ich mich jetzt irgendwie, ja, die Kamera soll irgendwie nicht gehen oder nicht mehr erkannt werden oder je nachdem. Da muss ich doch hier durch das Display, das bleibt noch in den Stellungen, damit der, und dann spanne ich natürlich hier ein. Das bleibt, habe keine andere Möglichkeit und jetzt müsste ich mit dem zweiten Werkzeug versuchen. Die Kamera, die jetzt momentan an den Deckel klemmt, hochzuheben, ohne sie weiter nach hinten zu drücken. Ja, sie klebt jetzt heftig, das Display hat sie reingepresst hier. Oh, das sind ganz dünne Platinchen. Oh mein Gott. So, also mit so einem Werkzeug. Ups, ich weiß gar nicht, was das Ding gefilmt hat. Hier so abdrehen, also abgeklebt, damit man sie jetzt rausziehen kann. Vorsicht, die Leitung darf ja hier nicht abgehen. Das wäre auch ganz schlimm. Oh, ist alles so klein, Mensch. Oh Gottchen, ist das eine kleine, dünne Platine? Das wird echt immer crazy. Ja. Das wird echt immer crazy. Naja,
Okay, jetzt muss ich die Platine an den Stelle. Hier sind ja paar Nippelchen, die müssen irgendwie, damit das Ding nicht nochmal reinrutscht, lasse ich mal so nach unten ein bisschen und dann die Leitung ist sehr kurz. Oh mein Gott. Wie hängt das Ding hier? Also wirklich. Also hier auf gar nichts drauf drücken oder so. Die hat ja gar keine Haltung. Und hier, also ich kann ja nicht klemmen. Also nur. Kann ja nicht klemmen. Hier ist nichts. Also wird ja quasi reingepresst hier an der Mikrofone, links und rechts. Sind ja so Gummipufferchen. Ne, da ist ja nichts. Also. Dann lasse ich das Display runter. Und hier klebt gar nichts, da ist auch keine Halterung. Also das ist jetzt krass. Ich dachte, sie klebt ja hier irgendwie. Aber ich möchte auch nicht zu lange und zu viel rumspielen. Also dann kann man die nur noch in den Stellung stehen lassen. Dann zieht man das Ganze hier nach vorne. Das bleibt alles so, damit man das sehen kann, was für eine kleine winzige, witzige Teil das ist. Ja, und das wird ja reingepresst und festgehalten hier durch diese, ja, durch die Puffer, dann Mikrofon und durch die Gehäuse selber. Also bei Zusammenbauen. Ja, wird lustig. Okay, also ich klebe erst einmal, bearbeite nochmal die Fläche unten, dann klebe ich das zusammen, das Display zusammen, dann setze ich hier mein Klebeband drauf, doppelseitige Klebeband, dann fange ich von unten an mit dem Displayrahmen und wenn ich oben bin, dann richte ich die Kamera insofern, damit sie durch das Loch, das hält ja natürlich mit, auch wenn sie so winzig ist hier. Und die Kamera natürlich hier von der Stecknadellinse, was sie da hat. Ja, das wird ja hier umrandet umfasst von den Halterungen, also von der Display. Coole Sache. So, Displayrahmen geklebt mit doppelseitigem Klebeband hier unten, alles richtig gemacht. Bis hier alles eingerastet, oben ist noch frei und wie man gut sehen kann, die richtet sich von alleine wieder ein hier, also renkt sich ein sozusagen. Gefällt tut mir das Ganze überhaupt nicht, aber hält ja so erstmal. Ja, ich lasse das aber erstmal so stehen. Ich baue alles drunter wieder zusammen. Und bevor man sie zusammenknipst, dann erstmal testen, ob sie überhaupt funktioniert. Ja, aber hier kann ich alles ruhig zusammenbauen, habe alles überprüft, nichts hat sich gelöst soweit. Achso, ja, das war der Quatsch hier. Das ist echt mal, wirklich. Ja. Aber was kann man nichts machen? Man kann ja nur hoffen, dass der Schraube hier sich nicht löst durch Vibrationen und Co. Ansonsten ist doch klar, was passiert, wenn das hier. Ja. Hin und her springt. Ne? Ja, immer wieder mein Spaß mit den Schrauben. Ach, schau dir das an. Ja, kann jeder mal an sein Notebook probieren, ob die Scharnieren fest sind, wenn man. Oha, das war schon. Oh la la, schon zu viel. Und hier sind nur zwei. Oje, oje. Och, der ist auch locker. Man tritt sie nicht nur fingerfest, sage ich mal so. Ja, zu viel geredet wieder. So, ich habe hier eine Kamera montiert. Da leuchtet hier ein Lämpchen, wenn sie angeht, also ein LED. Sehr schlecht. Für mich sehr schlecht. Ist nicht mal ein HD. Ein Full HD, Entschuldigung, ist nur ein HD. Und Auflösungen, die nutzt man heutzutage nicht mehr. Wer nutzt ja schon 144 mal, keine Ahnung, hier 3 Pixel, 30 oder so. No go. Sorry, Medion, aber eine Full-HD-Kamera, das Gerät soll heftig viel Geld gekostet haben.
Das sollte schon sein. So, dann machen wir den Rest weg. Also gut aufpassen mit der Tastatur, ist hier eingebettet in eine Gehäuseschale. Ja, viel Spaß beim Spielen damit.